Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Shadow of the Tomb Raider. Wir müssen jetzt das Grab betreten, Teil der Affengötter, um den weißen Atem zu besorgen, was ihr sicher den Folgentitel schon entnehmen konntet. Na, mal gespannt. Wie gut wir das so in die Reihe kriegen. Huna Han und Hun Chevin müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Ich kann diesen Monolithen jetzt mittlerweile lesen. Krass. Tschüss, Lara. Huna Han und Hun Chevin müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Okay, der Sprung ist also auch zu heftig. Huna Han und Hun Chevin müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Es gibt zwei Wege. Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein. Ein perfektes Versteck, wenn man wie die Affenzwillinge verschwinden will. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich muss einfach da unten dran schießen, ne. Oder wir gehen einfach den Kletterweg. Macht vielleicht mehr Sinn. Hier fällt alles auseinander. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist. Hallo? Zeigt eine Mensch. Ja.
Jump. Nochmal gerettet. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Das war ein mega Zufall gerade, dass ich echt das Passende gedrückt habe. Das muss ich ja mal sagen. Und Hun Chevin. Diese Statuen sind riesig. Dieses Tor muss irgendwo hinführen. Oha. Okay, das ist also nur ein Weg, über den man kommen kann. Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein. Was treibt diese Turbine wohl an? Sehr wahrscheinlich Wind. Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Gewöhnlich. Warum sollten Huna Han und Hun Chevin so ein Boot bauen? Alter, tödliches Wipeout oder was hier? Okay. Das war nicht der richtige Weg. Okay, gucken wir uns nochmal an. Muss also da rüber. Jetzt habe ich es gemacht.
Ach so. Okay. Ah, da warten wir lieber mal. Das riskieren wir nicht. Okay, das kommt jetzt mal wieder. Oh, und Ruhe. Aktiviert. Okay, jetzt habe ich es gemacht. Ich etwas zu schnell. Shit. Thank you.
Okay, da muss ich wohl einen abwarten. Ich dachte vielleicht, wenn ich schnell genug bin. Geschafft. Mal sehen, was wir da haben. Oh yeah. Ging nur noch ganz gut. Der weiße Atem. Affentheater. Zeigt ein Halluzinogen Dunstwolken am Opfer. Feuchtpfeils. Heulende Affengötter. Grab abgeschlossen. Sehr schön. Für die Bilanz, falls ihr es wissen wollt, ich habe gerade 41 von 99 Errungenschaften gerade mal. Willkommen zurück. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Sie hat ihn. Hier, der weiße Atem. Seltsam, dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann. Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Uchu, du schuldest uns noch eine Geschichte. Ich bringe nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich glaube, da gibt es nichts zu erzählen. Neue Ausrüstung erhalten. Griff der Angst. Brandgefährlich. Mhm. Schuppen von Kür, gefiederte Schlange. Ammonie. Also jetzt haben wir 42 von 99 Errungenschaften. Noch einen Fähigkeitenpunkt habe ich. Hier nicht, aber... hier da oben kann ich den einen Monolithen noch lesen. Der Meisterbogen. Alles klar, dann machen wir den nochmal. Besorgen wir auch noch den Meisterbogen. Okay. Aber wir nach da hinten. Mal eine Frage an die Community. Spielt ihr solche Spiele eigentlich ein zweites Mal durch? Macht ein neues Spiel plus? Oder belasst ihr es auch erstmal bei dem einen Mal durchspielen? Hier scheint es in den Dschungel zu gehen. Oh. Nicht sehr einladend, aber genau darum geht's ja. Hier wollte ich ja schon mal rein. Zufälligerweise. Zuerst? Ich gehe da gar nicht rein. Hast du den gesehen, den sie rausgezogen haben? Was von ihm übrig war? Na los, nur bis zum Ende des Pfads. Wenn mein Vater wüsste, dann... Ich das untersuchen oder ausnehmen? Seltsam. Überhaupt nicht angefressen. Jedes Tier könnte sich bedienen, aber keines hat es gewagt. Das sieht aus wie ein Opferaltar. Mhm. Hätte vielleicht den kleinen Kindern nur sagen sollen, dass sie hier nicht reingehen sollen. Aber naja, so ist man eben, ne? Ich wette, der Meisterbogen ist irgendwo da drin. Ja,
Hätte ich auch. Frag mir ehrlich, was hier drumherum noch so ist. Unterirdisch vielleicht doch. Oder? Dann muss unterirdisch sein. Albino-Wasserschwein. Aha. Das ist ja ein Top. Das ist noch ein Grab. Das ist nicht. Auf jeden Fall noch gut was zu erkunden. Oh. Den Nahual besiegen. Ich den dann sich dem nähern. Oh, der Arme. Hatte jetzt nicht gedacht, dass ich den Meisterbogen so schnell kriege, ehrlich gesagt. Ich dachte, dazu brauchen wir die nächste Folge noch. Okay, bringen wir den Bogen zu Uchu zurück. Jo. Ja, nein, ne? Also vorne ist auf jeden Fall ein Gebiet mit dem weißen Dings. Aber ganz ehrlich, hier ist halt auch noch ein Ding ausgeschrieben. Das ist irgendwie mehr von der Höhle erreichbar. Aus der Hülle raus eigentlich nicht, ne? Ne. Okay, komisch. Oder ist das dadurch, dass es doch im Grab ist? Das sehen tue ich es auch von hier nicht, ne? Ne. Muss da echt dann unter uns sein, oder? Guck mal, hätten wir immer noch einen Traumsprung. Erkunden Sie Ihr Herausforderungsgrab.
Aber das Herausforderungsgrab werden wir erst in der nächsten Folge machen, denn die hier ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Gerne ein Abo, um mich zu supporten. Und aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr demnächst nichts mehr verpasst. Bis dann. Haut rein.